Ja, die Annalisa ist auch dabei. Ja, Hallo. wir sind das Frauenfeld und das Frauenfeld vergrößert sich im Moment etwas und das ist sehr schön. Das stimmt doch gar nicht. Wir sind nicht im Frauenfeld. Es ist nicht komplett durcheinander. Wir sind die Frauen am virtuellen Brunnen. So rum ist es, genau. Und das findet ja immer am Freitag statt. Ich sollte mal ein bisschen, also heute war es auch ein bisschen komisch. Da werde ich gleich drüber sprechen, kurz. Ja, heute wollen wir eine Lichtmeditation machen. Und in der Zeiten der Dunkelheit ist das, glaube ich, was sehr schön ist. Und ich freue mich schon drauf. Und vorher machen wir Check-in. Ich kann eben gleich anfangen. Heute war es wieder ziemlich durcheinander. Um 3 oder so hat eine Freundin angerufen: Komm mal rüber, komm mal rüber, komm mal rüber. Bin ich hin und da haben sie in ihr Haus eingebrochen und alles durcheinander. Haben nichts mitgenommen, weil sie nichts gefunden haben. Aber sie haben sogar den leeren Safe aus der Wand gerissen und so. Also es war ziemlich furchtbar, wenn man sowas sieht, ja. Und sie war ganz aufgelöst. Und insofern, mir ist es ja auch vor 3 Jahren passiert oder so, aber naja, es wird wahrscheinlich zunehmen, nehme ich mal an. Aber wir brauchen Licht in der Dunkelheit und ich freue mich. Ich gebe weiter an die Monja. So, jetzt habe ich es. Ja, es ist jetzt auch schon finster draußen bei uns in Wien und ich verkrieche mich am liebsten in meinen Recliner und lese irgendein tolles Buch. Ich habe gerade eines über etwas über Magie, aber sehr ironisch das Ganze von einem Londoner Polizisten, der lernt, ein Wizard zu sein. Und es ist so köstlich britisch geschrieben, dass ich also wirklich ganz neue Perspektive auf viele Sachen kriege, vor allem also auf die britische Lebensart. Ja, ich freue mich auf die Meditation und werde die Birgitta dann noch fragen, ob sie vielleicht zu unserem Salon kommen will. Der ist am Montag, wo es auch um Licht ins Dunkel geht. Montag in Wien. Ne? Kannst nicht. Also er ist von 20 bis 23 Uhr, also ganz, ganz spät, aber gut. Aber ich schicke dir den Link. Ja, du hast den Adventkranz hinten, sehe ich sogar. Hübsch. Okay, ich gehe weiter an dich, Birgitta, weil ich schon mit dir plaudere. Ja, hallo. Also weil die Monika, weil ich letztes Mal ein bisschen gute Rückmeldungen gehabt habe für die Lichtmeditation, habe ich da meine Freundin gefragt. Das war dann ein längerer Prozess, weil diese Meditation, die sie da von der sie mir enthusiastisch erzählt hat, wollte ich gar nicht machen. Da sind nur einige Sätze drin, die gut sind. Und jetzt habe ich auch andere gefunden. Ich würde euch dann bitten, dass ihr alle sagt, ob wir das vielleicht vorher machen oder nachher. Ich habe es nicht genau getimt, aber vielleicht 20 Minuten. Und es ist eine ungewöhnliche Meditation, weil man immer wieder dazwischen spricht. Also es ist sprechen, Ruhe. Und ich finde, es ist eine schöne Meditation und mir gefällt es gut. Ich habe es einmal mit dem Josef ausprobiert. Schauen wir dann. Leider der Salon in Wien, ich würde gern kommen, aber Montag ist bei mir tabu. Und nach Wien fahren, das ist praktisch ein ganzer Tag mit den Anreise- und Wir Abreise. haben alles auf Zoom. Achso, ihr seid auch auf Zoom. Achso, da können wir drüber reden. Okay, Schick den Zoom. Okay. ja. Da können wir drüber reden. Cool. Passt. Und sonst, ich komme gerade und muss am Sonntag orgeln. Und unser Chor darf nicht singen, aber jetzt gibt es die neue Regel, dass 4 Leute singen dürfen. Und aus diesem Chor 4 Leute herauszuklitzeln, die miteinander singen wollen, ist nicht einfach, weil es wollen alle singen oder keiner. Aber so, da bin ich jetzt schon ein bisschen genervt von der Partie. Aber die Lichtmeditation wird es wieder beruhigen. Ich gebe weiter an die Marie-Rose. Ja, hallo. Ich freue mich auf die Runde heute. Ich bin gespannt, ja, Birgitta, auf die Meditation, die du an. Und ich denke, es wäre gut, dann, wenn wir das damit anfangen. So ist gerade mein Gefühl dabei, ne?
Ich habe gerade zurzeit auch interessanten Lesestoff und höre mir auch viele unterschiedliche Meinungen und Dinge auch im Netz an, was ich spannend finde, wo gerade die ganzen Diskussionen hingehen, wo gerade, zu erfahren, wo gerade alles so hintreibt. Und heute habe ich meinen Tiefkühler enteist und das war absolut überfällig und ich bin total happy, dass ich es jetzt gemacht habe. So bin ich hier. Ich gebe weiter an dich, liebe Erika. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei bin. Ich bin ja zum ersten Mal dabei. Viele oder einige kennen mich nicht, aber ich kenne euch. Und zwar habe ich seit Ostern einige oder mehrere Beiträge der Frauen am Brunnen angeschaut. Ich kann nachher vielleicht noch was dazu sagen. Und es hat mich sehr inspiriert und ich freue mich richtig, jetzt da in der Runde dabei zu sein. Es ehrt mich auch ein bisschen. Und ansonsten haben mein Mann und ich heute unsere Einkäufe gemacht. Alles, was wir so brauchten noch an Geschenken und Essen. Und haben jetzt praktisch unseren persönlichen Lockdown eingeläutet. Und ich habe mir jetzt noch ganz viel Wolle gekauft und strick schon seit 2 Wochen eine Mütze nach der anderen. Genau. Okay. Dann gebe ich weiter an die Martini. Bin ich eingeschaltet? Ja. Danke, Erika. Mir geht's gut. Ich finde, dass es sehr, sehr früh dunkel wird. Die Zeiten, die Tage sind zu kurz. Ich habe heute gemalt und geschrieben und ich freue mich sehr auf diese Lichtmeditation von Brigitte heute Abend und über das, was wir gemeinsam darüber empfinden und miteinander teilen können. Ich gebe weiter an Anna. Danke. Ja, wie bin ich da? Ein bisschen erschöpft, weil ich jetzt die letzten Tage ganz viel gemacht habe für meine Weihnachtsgeschenke, 9 Bücher sozusagen als PDF zusammengestellt für meine, sozusagen mein Vermächtnis, weil ich ja keine Kinder habe, wo im Prinzip so ganz viel drinsteht über GfK und über Human Design, ganz persönlich, das nenne ich Wesensbuch. Und da habe ich 9 gemacht und heute früh um 5 ist mir eingefallen, dass ich einen Fehler gemacht habe bei allen 9. Dann habe ich es nochmal und bin um 8 oder so war ich dann damit fertig und das freut mich total. Genau. Und mir geht es besser als die Monate vorher. Mir ist, glaube ich, letztes Mal schon, letzten Monat besser gegangen und ich bin weiterhin dabei, dass ich sehr, sehr bewusst in meinem Körper bin und sehr, wie soll man sagen, sehr achtsam bin, was natürlich eben die Welt draußen anlangt, aber ich habe das Gefühl eben, da hat sich was verändert. Also mir geht es eindeutig besser und ich brauche kein Medikament. Also es macht mich am meisten, freut mich das. Also kein Antidepressivum. Ja, und das ist das, wo ich mich am meisten drüber freue. Das hat was mit selbstwirksam zu tun. Selbstwirksamkeit. Ich gebe weiter an Alisa. Ja, danke schön. Ich habe heute einen etwas turbulenten Tag. Zum einen habe ich irgendwie wahnsinnig wenig geschlafen letzte Nacht, weil mich ein Thema recht umgetrieben hat, dass ich dann nur wenige Stunden geschlafen habe und trotzdem heute einen etwas anstrengenden Tag und dazu irgendwie emotional verkatert. Aber ich freue mich jetzt total auf die Lichtmeditation und die Arbeit, die ich unbedingt fertig haben wollte, ist tatsächlich vor 20 Minuten fertig geworden. Also ich kann jetzt wirklich mich entspannt zurücklehnen und mich freue mich sehr, dabei zu sein. Ist das meine Internetverbindung? Ich habe nichts gehört.
Ja, das ist deine, Birgitta. Vielleicht auch Computer. Nimm mal noch alles raus, was du offen hast im Computer. Das kann auch manchmal dran liegen. Mhm. Gib's mal wieder zurück an Heidi, oder? Ja. Ich würde es dann gleich an Birgitta geben, wenn sie hier so weit ist. Okay, wir haben dich bislang gehört, jetzt musst du dich nur noch entstummen. Dann hoffe ich, dass die Internetverbindung das aushält. Wenn das nicht geht, dann müssen wir das halt verschieben. Ich hoffe, es geht. Bis jetzt hat ihr eigentlich kaum Schwierigkeiten damit. Ihr habt leider die Annalisa jetzt nicht gehört, aber ich hoffe, ihr hört mich dann. Wenn nicht anders, schalte die Kamera aus, ne? Dass wir nur dich hören dann, den Ton, falls du weggehst. Ne? Das ist auch eine Methode. Du musst aber dich wieder entstummen, Birgitta. Wenn du das sind meine eigene ja, genau. Kamera ausschalten, meinst du? Ja, dann können wir dich besser hören. Wenn du die Meditation machst. Na? Okay. Wollen wir schon starten? So. Ja. Es ist schön, wenn man für die Meditation ein Licht hat. Ich weiß nicht, wollt ihr aufstehen und euch eine Kerze machen? Ich habe sonst eine Kerze hier, die ist. Warte mal, geht die? Aha. Ja. Doch, die geht, ja. Die können wir auch nehmen. Oder wer Lust hat, kann auch schnell mal hüpfen und eine Kerze holen. Aber man kann das Licht da einfach innerlich kultivieren. Ja, schön. Ich habe auch eine da stehen. Ja, gut. Und hinten habe ich ja die Adventskranzkerzen und noch eine Kerze dazu. Also es ist noch nicht der dritte Advent bei mir, aber es steht nebenbei noch eine Kerze. Gut. Ich warte noch kurz, weil zwei weg sind. Man sieht meine Kerze nicht. Ihr müsst euch dazu denken. Die steht hier unten drunter. Die musst nur du sehen. Wir müssen sie nicht. Okay, gut. Auf die Monia warte ich noch. Ihr macht es euch einstweilen ganz bequem, dass ihr gemütlich sitzt und dass euch nichts stört und dass es ganz angenehm ist und dass ihr die Kerze im Blick habt. Ich glaube, jetzt ist Monias Gesicht auch angeleuchtet. Ja, dann beginnen wir. Wir setzen uns ganz entspannt hin. Betrachte ruhig die Flamme der Kerze. Sie leuchtet warm und hell. Nimm das Flackern und jede kleine Bewegung der Flamme wahr. Sie leuchtet einmal hoch, einmal tief, einmal nach links, einmal nach rechts oder ganz ruhig und still und warm. Entspanne dich. Nimm tiefe, ruhige Atemzüge, während dein Blick
dem Licht folgt. Das Licht ist ein Symbol für Geborgenheit. Es erinnert dich daran, dass du ein Lichtwesen bist und nimmt dich mit an die Quelle. Es strahlt Energie und Helligkeit aus, Klarheit und Kraft. Schließe nun deine Augen und behalte das Licht vor deinem inneren Auge. Es ist nicht heiß, es ist eine helle, kraftvolle und klare Lichtquelle. Stell dir vor, dass ein solches Licht und dessen Energie und Wärme über deinem Kopf schwebt. Das Licht über deinem Kopf kann dir Kraft und Klarheit schenken. Fühle, wie die Wärme langsam in deinen Kopf hineinsinkt. Das Licht kann deinem Geist Klarheit und Offenheit schenken. Von dort aus lasse das Licht hinabwandern in die Mitte deines Herzens. Stelle dir dein Herz wie eine schöne, geschlossene Lotusblume vor. Ihre Blütenblätter öffnen sich langsam, sobald das Licht ihrem Herzen entgegenscheint. Atmest du ein, ziehe das Licht in die Richtung deines Herzens. Atmest du aus, öffnet die Kraft des Lichts langsam die Lotusblume deines Herzens. Mit jedem Atemzug öffnet sich die Blume mehr, öffnet sich dein Herz mehr. Dein Herz ist offen für Licht, Liebe, Helligkeit, Kraft. Das Licht nimmt in der Mitte der Blume seinen Platz ein
und erfüllt dein Herz mit Liebe. Nun breitet sich das Licht von deinem Herzen weiter aus. Es wird größer und strahlender, erfrischt, leuchtet in deinem Körper. Wir wollen nun auch den anderen Bereichen unseres Körpers Kraft und Liebe geben. Wo deine Aufmerksamkeit hingeht, dort belebt dich die lichte Energie. Das Licht flutet durch deine Arme hinab in deine Hände. Es hilft dir, liebevoll zu handeln. Das Licht strahlt von deinem Herzen bis zu deinen Beinen hinab, bis in deine Füße. Es hilft dir, deinen Weg sicher und ohne Angst zu gehen. Jeder kleinste Teil deines Körpers wird nun in warmem, wohltuendem Licht gebadet. Auch dein Mund, deine Zunge, deine Nase, deine Augen und deine Ohren. Lasse dein Licht in jeden Bereich deines Körpers dringen. Lasse jede Zelle hell erleuchten. Lasse das Licht darin funkeln. Du kannst das Licht nun in deinem ganzen Körper wahrnehmen. Die Kreisläufe deines Körpers innen werden von den feinen, hellen Lichtschwingungen durchdrungen und getragen. Ängste und Dunkelheiten des Ego sterben in dieses feine, heilende Licht hinein. Dein ganzer Körper ist hell. Ist ganz von wohltuendem Licht erfüllt. Du fühlst dich vital und erfrischt. Nun leuchtet das Licht tiefer in deine Seele hinein. Was du nicht mehr brauchst, löst sich auf. Konfliktthemen, körperliche Symptome, getriggerte Emotionen, alte Gewohnheiten können sich langsam lösen. Die Helligkeit ist da.
Schenke auch deine Gedanken diesen Lichtkräften hin. Das Licht strahlt in deinen Geist. Es durchdringt diesen Geist und bringt ihm Klarheit. Müdigkeit, negative Energien, Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit und geistige Dumpfheit. Alles lässt du von warmem und klarem Licht durchdringen. Fühle, wie dein Geist durch das Licht neue Kraft schöpft. Dunkelheit und negative Energien lösen sich auf. Sie werden leuchtend. Sie können auch noch ihre Dunkelheit rund um das Licht ein wenig füllen. Aber langsam tritt Klarheit ein und leuchtende Energie. Tauche tief ein in diese Kraft. Spüre noch einmal liebevoll das Licht in dir und sei dir bewusst, dass du dieses Licht als ständige Energie in dir trägst. Es ist immer in dir und immer für dich da. Du selbst kannst eintauchen in die Kraft und Vitalität deines Lichtwesens. In das Licht, das du, dein Geist und dein Körper braucht. Welche Herrlichkeit! Ein Garten inmitten der Flammen. Mein Herz ist offen für die Formen der Ewigen und des Ewigen. Das Licht bleibt in dir. Fühle nun allmählich, wieder ganz bewusst deinen Körper,
den Boden, auf dem du sitzt. Atme einige Male ganz tief ein, atme entspannt und frei aus, öffne langsam wieder die Augen. Wenn ihr was aus diesem Lichtbewusstsein teilen wollt, dann macht das bitte gerne. Danke dir, Birgitta. Du siehst, die Stimmung ist, hast uns schön in diese Stimmung gebracht. Wir wollen drin verweilen, offenbar. Ich möchte schon gern was teilen und möchte mich ganz herzlich bedanken, Birgitta, und ich bin jetzt in so einer ganz, ganz weichen Stimmung und ganz, ja, so ein bisschen vorsichtig und behutsam und habe mich auch erinnert, wie wichtig für mich Lichtmeditation ist. Ich mache das viel zu selten und das ist jetzt für mich eine Inspiration für die Zeit bis Silvester, bis Januar. Danke dir. Ja, ich möchte mich auch bedanken, weil wir geben so viel Licht an die Fenster und an den auf den Balkon. Und das ist also wirklich mit Timer natürlich. Das Licht geht an in der Nacht und dann bei Tag geht es wieder aus. Aber irgendwo symbolisiert es vielleicht doch auch uns selbst, dass wir nicht die Gegend so dunkel lassen wollen. Ja. Danke, Birgitta. Ich habe, du hast mir jetzt, Monja, das gerade zu Bewusstsein gebracht, dass ja außen überall die Lichter leuchten, so diese Weihnachtsbeleuchtung. Und das, ich finde es schön, wenn es gelingt, wenn man von innen her auch mitleuchten kann zu dem.
Ja, danke für den Hinweis und danke Birgitta für die Langsamkeit. Also das ist immer wieder eindrücklich für mich, wie viel Zeitraum sozusagen, wenn das jemand kann, so ganz ruhig eine Meditation anleiten. Danke. Und mich hat das jetzt erinnert an diese Sehnsucht, tatsächlich selber eben dieses Bewusstsein, Licht zu sein und das in irgendeiner Form nach außen hin bemerkbar zu machen. Also einfach durch, du hast das formuliert, also der eine Abschnitt ist mir noch klar mit sozusagen, wenn Licht in die Hände fließt, dann ist eine Möglichkeit, anders zu handeln, also wenn man sich bewusst wird oder den Weg anders zu gehen. Und mir fällt das ganz Banale ein, einfach freundlich zu sein, Licht zu sein, in dem bisschen, was ich draußen bin. Also merke eben, dass ich total glücklich bin, dass ich eben weniger diesen Trost brauche und tatsächlich wirklich bewusst auch freundlich sein kann und eben dankbar sein kann, also was anders ausstrahle. Also merke einfach selber, dass mir das, dass ich dafür dankbar bin, dass das gerade so ist. Ja, die Dankbarkeit, die hat da so was Helles. Ich habe heute mit einer ganz lieben Frau telefoniert, von der ist der lang leidende Ehemann vor einem Monat gestorben. Und die hat es natürlich schwer und ist sehr traurig. Und ihre ganze Familie ist sehr traurig. Aber das war ein ganz herzlicher Mensch anscheinend. Ich habe ihn nicht gekannt. Und sie macht jetzt auch immer abends diese Dankbarkeitsgedanken, für was bin ich am Tag dankbar? Und das hat da so was Helles irgendwie. Ich bin jetzt innerlich auch ganz ruhig und erfüllt und von so einem inneren Frieden und dem inneren Leuchten. Also eine sehr schöne Langsamkeit, die da gerade sich ausgebreitet hat. Danke dir. Bei mir ist es eben auch so, dass ich noch in dieser Stimmung bin. Und dass ich das genossen habe, dass mir immer dann wieder die Bilder dazu kamen, zu den Worten, die du gesagt hast. Ne? Wenn du sagtest, das Licht über deinem Kopf soll das, da war das so, wie so aufgeblüht über meinem Kopf, wie so als Wahnsinn. Ja? Und viele dieser Worte konnte ich dann wirklich spüren irgendwie oder sehen oder was immer das ist. Also eine Mischung wahrscheinlich von all dem. Und es war, ich glaube, ich habe das noch nie gemacht mit Licht. So, und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und einfach so den Effekt, ich meine, ich spüre das ja jetzt mit euch allen im Raum, das spüren wir ja alle, ne? Dieses irgendwie, man braucht es eigentlich gar nicht beschreiben, wir fühlen es ja. Ich wollte nur dazu sagen, die ganze Lichtmeditation war eigentlich recht ein ko-kreativer Prozess, weil angefangen hat ja das damit, dass mir eine Freundin eben erzählt hat, sie hat da eine Meditation gehabt und dass da das Licht in den Zellen drinnen ist oder auch in den Zwischenräumen, glaube ich, zwischen den Atomen, so irgendwie habe ich es verstanden. Das war mir dann sogar plötzlich ein bisschen unheimlich, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich, wenn man stirbt, dass das Licht so zwischen allem drinnen ist. Und es ist ja in der Lichtmeditation sind ja auch so kleine Tode wieder drinnen von der Dunkelheit und von dem. Und dann habe ich eben diese Lichtmeditation, die hat es gar nicht gegeben, die ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich aber von einem Frankfurter buddhistischen Gemeinde habe ich eine schöne, auf der basiert jetzt das Ganze, eine schöne Meditation gefunden und habe das ein bisschen verändert mit ein paar Bemerkungen von anderen Leuten, die Lichtmeditationen machen. Und drei Zeilen sind aus einem Sufi-Gedicht oder Sufi-Lied.
das mit der Herrlichkeit um den Garten inmitten der Flammen, das hat mir so gefallen, das habe ich reingenommen. Ich weiß nicht, Martina, Marie-Rose, wie ist es euch gegangen? Ich kann Heidi zustimmen, dass man eigentlich nichts sagen braucht, weil diese Lichtmeditation hat so viel Stille gebracht und diese Stille mit Friede und Freude erfüllt. So habe ich es so in diesem Raum sehr als etwas Feines erfahren. Dankeschön, Brigitta, dass du das mit uns hast teilen können. Dankeschön. Ich habe vor 25, 30 Jahren habe ich ganz viele so Lichtmeditationen gemacht gehabt und dann jetzt nicht mehr, weil ich viel, jetzt eher einfach nur Stille mache und habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Licht in den Zellen, dass das sofort wieder da gekommen ist. Und du hast es sehr schön angeleitet. Dafür danke ich dir. Das freut mich, dass ihr einsteigen konntet. Ich war selber ein bisschen traurig, weil ich habe es noch nicht geschafft, das auswendig zu machen. Ich wollte es eigentlich nur 2-3 Mal vorher machen, damit ich es auswendig machen kann. Das habe ich mir jetzt noch nicht getraut. Aber sonst, glaube ich, ist es schon irgendwie... Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das wollen, aber so ein bisschen... wo zieht es mich hin aus dieser leuchtenden Stille heraus? Oder möchte ich einfach still leuchten oder möchte es ins Handeln gehen oder so? Das wäre irgendwie. Oder möchte es. Was möchte es? Das Lichtwesen in mir oder so? Also mein Lichtwesen möchte sich mit euren Lichtwesen verbinden. Und das ist ein bisschen. In der Art, wie die Ulrike uns auch diese Wertschätzungsmeditation kommt mir jetzt so. So wie Martini, ich grüße das Licht in dir. Erika, ich grüße das Licht in dir. Anna, ich grüße Analyse, ich grüße das Licht in dir. Birgitta, ich grüße das Licht in dir. Heidi, ich grüße das Licht in dir. Marie-Rose, ich grüße das Licht in dir. Anna, ich grüße das Licht in dir. Mein Licht grüßt euch alle. Und Monia grüßt das Licht in Monia. Vergiss das nicht. Mein Licht, Monia. Ja. Monia, ich grüße das Licht in dir. Annalisa, ich grüße das Licht in dir. Und Erika, ich grüße das Licht in dir. Martini, ich grüße das Licht in dir. Marie-Rose, ich grüße das Licht in dir. Birgitta, ich grüße das Licht in dir. Und Anna, ich grüße das Licht in dir. Und Heidi, ich grüße das Licht in dir. Martini, ich grüße das Licht in dir. Monia, ich grüße das Licht in dir. Anna, ich grüße das Licht in dir. Annalisa, ich grüße das Licht in dir. Marie-Rose, ich grüße das Licht in dir. Erika, ich grüße das Licht in dir. Heidi, ich grüße das Licht in dir. Birgitta, ich grüße auch das Licht in dir. Mag noch jemand machen?
Ein Lichtgruß. Birgitta, ich grüße das Licht in dir. Anna, ich grüße das Licht in dir. Annalisa, mein Licht sucht Verbindung zu deinem Licht. Monia, mein Licht geht in Verbindung mit deinem Licht. Martini, mein Licht grüßt dein Licht. Heidi, ich grüße auch das Licht in dir sehr herzlich. Marie-Rose, mein Licht geht in Verbindung mit deinem Licht. Ich grüße dich. Erika, ich grüße das Licht in dir. Mein Licht grüßt das Licht von Monia. Mein Licht grüßt Annalisa. Mein Licht grüßt das Licht von Erika. Jetzt sehe ich die Namen nicht, da muss ich schauen. Mein Licht grüßt das Licht von Marie Rose. Mein Licht grüßt das Licht von Erika. Habe ich das schon gesagt? Erika, ja, habe ich schon gesagt. Weißt du, ich sehe jetzt die Bilder nicht. Mein Licht grüßt das Licht von Brigitta. Mein Licht grüßt das Licht von Heidi. Von Anna. Ich grüße alle Lichter, die da sind, vereint in diesem Raum. Dankeschön. Da ist auch Annalisa. Annalisa habe ich nicht gehabt. Weiß es nicht? Doch? Okay, gut. Die Lichter vermischen sich. Ich habe noch eine Frage an euch. Weil ich habe dir einen Teil der Meditation habe ich ja übernommen und ich habe das sehr schön gefunden, auch mit diesem, dass man die getriggerten Emotionen und Konflikte und dass man da das Licht reinschickt und dass sich die lösen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das so sagen will. Sie lösen sich, ob sie sich jetzt deswegen wegen so einer Meditation gleich auflösen, aber das Gefühl einfach, dass man Licht reinschickt, das ist wunderbar. Also, und das ändert was. Ich wollte euch fragen, würdet ihr da den Text so machen oder soll man da dem Dunklen noch ein bisschen mehr Raum geben? Weil ich war mir da selber echt nicht sicher. Ich würde da jetzt gar nicht so gern drüber reflektieren, so in Kopf gehen, sondern also ich würde gern so in dieser Stimmung bleiben und das, also ich jetzt als Antwort. Ja, ich würde auch vorschlagen, dass wir praktisch das jetzt ausklingen lassen. Und das Licht mit in den Abend nehmen und in die nächsten Tage, bis dann das Licht sich wieder von selber erweitern kann. Und solange hüten wir es nicht. Das würde ich vorschlagen und würde sagen, alles Liebe und Gute für die nächste Zeit. Und wenn ihr könnt, das Weihnachtsfest zu feiern. In aller Freude, in allem Licht, dann wünsche ich euch alles Gute und alles, ja, alle Freude und die Weihnachtsbotschaft. Übrigens, ich habe mache ich jetzt gleich Werbung, ein Gespräch geführt mit zwei integralen Pastoren über die Bedeutung von Weihnachten und die kommt am 23. kommt es heraus auf der Webseite thewisdomfactory.net. Und unsere hier, das, was wir machen, ungefähr gleichzeitig, damit wir das Licht
hinüberbringen können in das neue Jahr und was alles ansteht. Okay, damit würde ich sagen, danke und macht's gut und wir sehen uns dann nächsten Monat. Dankeschön.